die technischen Details wird kurz der Tobias Weiner durchgeben. Ich selbst wünsche euch für den heutigen Tag recht viel Erfolg. Danke. Also bei den Damen in der B-Klasse sind jetzt nur noch 7 Teilnehmerinnen, da spielen wir jeder gegen jeden, 3 Gewinnsätze. Am Ende kommen aus der Bezirksrangliste die ersten beiden weiter auf die Bayerischen Meisterschaften. Bei den Herren B sind es jetzt dann 12 Gruppen, eine Viergruppe sind dabei, schon ansonsten 2 Gruppen. Aus der Gruppen kommen jeweils die ersten beiden ins Verbundsystem. Und am Ende kommen diese Jahr 5 Spieler der Herren B auf die Bayerischen Meisterschaften, weil wir eine Stadt mehr haben als in den letzten Jahren der B-Klasse. Bitte füllt die Zettel komplett aus, falls Punkte ausgezählt werden müssen. Der Erstgenannte holt bitte immer den Zettel ab und bringt sie auch Zeit zurück, dass wir in den Spiel noch kommen. Wir rufen dann auch gleich die ersten Spiele auf und ich wünsche allen einen guten Erfolg. An Tisch 7, Halbfinale Herren A, Kölner TSV Stein gegen Mark TV Wilpoltstein. Tisch 9, Halbfinale Herren A, Reis 48er Langen gegen Lust TSV Stein.